Die Vögel hier. Moin! So, es geht weiter mit der lustigen Fleischbrate-Orgie. Und währenddessen kann ich euch vielleicht mal einiges erzählen. Und zwar, ja, wie in der letzten Folge schon erwähnt, könnte es tatsächlich sein, dass ich mit meinem Gemorde ein wenig übertrieben habe und einige oder zwei Personen getötet habe, welche sich im späteren Spielverlauf noch als nötig erweisen. Das heißt also, Piranha Bytes hat einen schlechten Job gemacht dann wahrscheinlich mit dem Essential Markieren. Denn eigentlich dürfte ich niemanden töten können, der nicht auch dann überflüssig ist. Daran kann man übrigens auch sehen, wer in späteren Spielverlauf noch eine Rolle spielt. Ja, also ist ja doch noch eine ganze Menge Fleisch hier zu braten. Ich schaue gleich mal ins Inventar, sobald das fertig gebraten ist, wie viel es denn noch ist, damit ich weiß, wie viel ich euch noch erzählen kann, wie lange ich euch noch ein Ohr abkauen kann. Wo ist denn meine Nahrungsmittel? Noch 13 rohes Fleisch, alles klar. Ruachsfleisch. Oder so. Wie heißt das? Ja, ich habe ja jetzt Bear With Me vom Point-and-Click-Adventure das Add-on fertig gespielt. In einer Sitzung durch, 9 Folgen. Ah, ich sag mal lieber nicht, was ich von dem Teil halte jetzt, weil sonst heißt es wieder, der meckert ja die ganze Zeit, aber ne, es war nicht so schön wie das Hauptspiel, also wie die 4 Episoden Hauptspiel. Warum? Das könnt ihr gerne, wenn ihr euch das anguckt, erfahren. Da lasse ich mich genug darüber aus. Ja, und an diesem, ich nenne das Slots, also hier gibt es jeweils 3 Content-Slots am Tag. Und durch Bear With Me wird jetzt ein Slot frei. Und ich dachte eigentlich am Anfang, ich würde dort dann weiter mit Point and Click machen, nämlich mit Day of the Tentacle, einem Klassiker. Habe mich jetzt allerdings dazu entschlossen, diesen Slot, also diesen Einschub für ein Experiment, das ich eigentlich für dieses Jahr geplant habe, offen zu halten erstmal. Und zwar werde ich jetzt demnächst von 3 Spielen erstmal jeweils eine Sitzung, länger oder kürzer, aufnehmen und euch dann überlassen, was davon weitergespielt wird. Das heißt also, es gibt dann in den Community-Bereich, im Community-Bereich gibt es dann Umfragen, also da, wo ich euch immer so kleine Nachrichten, so geliebte Gemeinde und so weiter hinterlasse, ne? Wenn irgendwas passiert mal wieder oder auch nicht passiert. Ein Schatten, na, wer sagt's denn? Wo ist denn der Vogel? Da. Ja, ist ein Balken dazwischen. Och, der ging ja mal schnell. Ich habe dich gerade ins Land der Träume geschickt, mein lieber Schatten, falls du das warst. Hallo, Schatti. Ich will deine Klamotten haben. Gib her. Ja, schon geht's wieder los hier. Mit der wilden Menschen hat's... hat er irgendwas noch fallen lassen? Also außer seiner Seele. Aha. Hat nicht mal eine Truhe. Ah, doch, da. Guck mal. Ach, die muss ich auch noch knacken. So, links. 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 Rechts. Rechts. Ah. Links, 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 rechts, rechts, links. War gar nicht so einfach jetzt. Muss natürlich auch die Maustaste gedrückt halten, mein lieber Honk. So darf nur ich mich nennen. Denn mein Name ist nicht Honk. Nein, mein Name ist Theophilia und ich bin ein kleines Mädchen. Nein, bin ich nicht. Flickstag. Buddler.
Nein, ich will ihn nicht ins Land der Träume schicken, den armen Buddel-Buddel. Die Buddler sind schon schlimm genug dran, also da müssen wir nicht noch. Warte mal, habe ich hier oben denn schon alles? Da ist ein Buddler drin, Buddler, Buddler, Bu. Und eine lila Kuh ist da nicht, Buddler. Moinsen, Buddler. Hast du hier noch irgendwen gesehen, den ich ermorden kann? Stehst du denn hier mitten in der Nacht in der Gegend rum? Vögelchen. Ja, also kann ja sein. Ups. Hallo. Hör auf, mir auf mich zu schießen, Vogel. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Ja, sehe ich auch so. Nein, Horsty und hier respawnen keine, also NPCs respawnen nicht nach Kapitelwechsel. Also was hier an zwei Beinern ist, bleibt tot. Das ist klar. So, ich sehe, glaube ich, warte mal, das war eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, ach, das dauert noch, ne? Sehe ich so richtig, denke ich mal. Buddel, Buddli. Ja, und übrigens da oben im Torhaus, ne, da oben im, ich habe mich ja gewundert, warum. Bleib locker, hast gewonnen. Ach, Baltarzan. Bleib locker, hast gewonnen. Ja, ich bleib ja locker, hast gewonnen. Ja, man hat mir immer noch nicht gesagt, ob ich die Sektenspinne auch platt machen soll. Ich glaube, ich werde es einfach tun. So. Ja, da oben, da auf dem Dachboden, oder nee, da. Da war ja auch ein Gardist, den ich erschießen wollte. Und der war unsterblich. Das ist, weil der die Seilwinde zum Tor bewacht. Ne? Also alles, was mit dem Tor zu tun hat, einschließlich Torus, ist essential und kann nicht getötet werden. Nö, also hier oben ist mal Schicht im Schacht. Ich sollte mal... Ich habe vorhin festgestellt, dass die F5-Taste als Schnellspeichertaste zu funktionieren scheint, aber der Schnellspeicherstand wird nirgendwo gespeichert. Hört sich komisch an, ist es auch. Ah, hier geht es auch noch hoch. Ah ja, stimmt. Und hier hatte ich nämlich letztes Mal, glaube ich, nicht geguckt, wer hier so schaläft. Skippy. Ich glaube, Skippy war unsterblich. Ich versuch's nochmal. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Wahl der Waffe. Nö, Skippy ist nicht unsterblich, wie man sieht. So. Ach du meine Güte, der hat eine Menge Zeugs, warte mal. Truhenschlüssel, öffnet die Truhen im Lagerschuppen der alten Mine. Aha. Müssen wir wohl noch mal... Halt mal. Warte. Das wird hier noch... Ich hab was vergessen. So. Ja, also das war mal... wir haben soeben unseren Händler getötet. Aber weißt du was, da wir hier... ich will es nicht verraten. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich bin jetzt mal glücklich, dass ich Skippy getötet habe. Öffnet die Truhen im Lagerschuppen der alten Mine. Laborschlüssel. Öffnet die Truhen im Alchemielabor des Sumpflagers. Mhm. Da müssen wir eh noch hin. Das ist all der Scheiß, den ich ihm verkauft habe. Weißt du das? Plus noch ein paar andere Sachen. Na, da bin ich ja mal... glücklich. 400 Pfeile. Ja, nö, also ich habe dem Horst ja schon gesagt, dass ich eigentlich die Händler schonen möchte.
Aber da das hier sowieso keinen Sinn ergibt auf Dauer, aus Gründen, die ich jetzt so nicht... Hallo? Ich stehe im Bett und komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Warte. Was ist hier mit... ich glaube, hier ging es zur... Ja, den da, den sollte man nicht versuchen, der... das ist futile, das... ja, weil der da die Winde bewacht. Und diejenigen, die die Türen und Winden bewachen, sind aus Gründen unsterblich. Ja. Ach ja. Ja, eigentlich wollte ich... Das erinnert mich jetzt hier wunderbar an Herr Mannelig. Jetzt fehlt es schon fast, ne? Aber nur fast. So, vorne geht es nochmal runter. Das ist hier sehr verwirrend alles. Aber ich glaube, das hier... Nein, das ist es nicht. Hier war Lulorama, ja, stimmt. Was ist das? Da kann man wunderbar runterfallen. Das ist das. Naja, hier kommt man auf die Burgmauer. Und hier ist, glaube ich, der Zugang zum anderen Lulorama. Nee, hier ist dann mal der Trainingsplatz. Ja, kann sein, dass ich heute... Ach, das sage ich jedes Mal. Noch chaotischer bin als sonst. Ist aber auch egal. Was ich jetzt gerne möchte, ist hier möglichst viel von dem Geschmeiß erledigen, das erledigbar ist, und es dann einen Tag nennen. Ja, hier waren wir eben. Aber wo hat eben hier jemand gesagt, was wächst du mich? War das hier? Ein Gardist. So wie er ist. Du entkommst mir nicht. Nein. So. Okay, das war dann wohl der letzte seiner Art. Ja, also kann sein, dass ich das Game gebreakt habe, indem ich einige getötet habe, die nicht getötet werden sollten, aber... es gibt ja eine Konsole und da kann man nämlich auch Charaktere respawnen. Also nichts ist verloren. Alles ist im Fluss. Ja. So, nö, also ich denke mal, dann hätten wir hier auch Skippy, du kleines Känguru. Du wirst mir fehlen. Ja, als Händler. Und ja, ich wollte die Händler verschonen, das wollte ich, und ich glaube, Stone ist unsterblich immer noch, ne? Warte mal, ich will es verifizieren. Moin Stoni! Du alter Stoner, nö, der ist tatsächlich... er fragt nur, warum ich ihn wecke die ganze Zeit und kämpft mit mir dabei. Ja. Laden wir mal wieder. Was denn? So, also hier geht's dann daraus. Nö, ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Hui, nein, und ich wurde gefragt, ob man die Damen töten kann. Erstens mal, das würde ich nicht tun. Schau dir die doch mal an, die haben doch nicht mal eine vernünftige Rüstung an. Ne? Warum sollte man das tun? Weißt du, Baltazan? Nö, ich bleib nicht locker. Ich will den Gardist nicht beschießen. Baltazan? Ach, den kann ich gar nicht hier durch. Wenn wieder diese scheiß Alpha-Wände. Erwischt. Ha. Baltazan ist nicht mehr. Gut, dann können wir uns eigentlich auch
Wie hieß der nochmal? Baal Pervers können wir uns dann auch gleich holen. Bist du hier, Baal Tarzan? Ich will sehen, was du hast. Natürlich ein Joint, klar. Es geht um die Erfahrungspunkte, Leute. Was glaubst du, weshalb ich so erfolgreich bin in diesem Spiel? wie viel wurde aufgenommen? Ah, schon wieder eine Folge. Na du Arsch. Ja, dass ich die nicht killen kann, ist echt übel, aber... Komm, dann halten wir uns lieber an denen gütlich, die noch tötbar sind. Ja, und würde mich das Spiel nicht dafür belohnen mit quasi Unsterblichkeit, dass ich hier eine psychopathische Massenmörder bin, dann würde ich das auch lassen. Aber das Spiel belohnt einen dafür. Okay, also. Ja, und hier oben war übrigens auch noch ein handelsfreudiger Butler. Ach, hallo Baal. Tja, das ist dann mal für deine Hilfe, mich ins Sumpflager gebracht zu haben. Ich bin ein undankbares Stück so. Ein undankbares Stück so. Die Truhe des Baals gleich einmal ein verknackt hier. Rechts. Rechts. Links. 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 Ah. Was hat er denn da? Eine Pfanne. Ja, du hast doch die Pfanne heiß. Oder besser gesagt, ist es kalt, ne? Ah ja. Baal Pervers. Es war schön, solange es währte. Ja, nö. Ich möchte hier niemanden mehr töten. Aber wisst ihr was? Warum soll ich denn zu meinem Hause zurück, wenn der Baal uns hier schon das Bett so schön angewärmt hat? Gute Nacht, Baal. Für immer. So, ich habe gut geschlafen und bin ausgeruht und Baal hat sich auf den Weg gemacht in die ewigen Jagdgründe, wie es aussieht. Er ist nicht mehr da. Wen haben wir eigentlich da? Dexter? Ist Dexter... Warte mal, ich will mal sehen, was Dexter so macht. Moin. Hallo. Hallo. Ja, zeig mir mal deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Aha. Guck, was der alles hat. Tja, die Frage ist jetzt. Ja, ich habe Pfeile, guck mal. Okay. Ich lasse ihn leben. Ich nehme ihm hier noch die Tränke ab. Halt. Ich nehme ihm hier noch die Tränke ab. So, Karte der Kolonie brauchen wir nicht. Kaloms Rezept könnten wir uns wiederholen. Wobei? Weißt du, lass mal abbrechen. Lass mal abbrechen, den Scheiß. Ich versuche mal was. Denn aus Gründen wird der auch für uns nicht mehr nützlich sein. Ah, halt. Ein Kampf! Ja, das war mal ein Kampf. So. Ja, können wir uns den ganzen Quatsch hier holen. Ihr werdet es bald begreifen, warum auch eigentlich dieser gute Mann da, der mal ein gutes, treues Händlerpferd war und eigentlich schon gut verloren hat, indem wir ihn... Ach! Warum der auch überflüssig ist. So. Und eigentlich könnte ich auch die Butler. Ne? Ja, könnte ich. Alter, guck mal, wir kriegen unsere ganze Schwerter wieder. Ist das lustig? Na du? Schmeckt gut. So. War nicht hier oben noch einer, der da gesessen hat, mit dem man handeln konnte?